as long as I can remember. I don't know if I like it, or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. Feeling shit, bitter and angry all the time just eats away at you. Ja, damit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wie ihr seht, ja, es wird mal wieder ein bisschen horroriger. Und ja, gut, wir spielen heute Cry of Fear, beziehungsweise was heißt heute, sondern eher so die nächsten Tage. Ich habe einfach mal gedacht, ich halte mal die Fresse während des Intros und schauen einfach mal, was so passiert. Und wir haben natürlich eine Kamera mit Blitzlicht. Da können natürlich nur gute Dinge passieren. Nur gute Dinge, kennen wir aus Horrorfilmen.
Falls ich ab und zu mal in diese Richtung rüber glubsche, dann hat das einfach den Sinn, dass da mein zweiter Monitor steht und ich natürlich noch gucken muss, sitze ich aufrecht, sitze ich gerade, sitze ich zu sehr nach hinten gebeugt oder passieren andere seltsame Dinge in der Webcam. Ihr wisst ja, der Hausgeist. So. Wahrscheinlich fotografieren. Gut. Also das Spiel lässt ja bisher nur Gutes hoffen. Ja, da stand irgendwas, ich hab's nicht gelesen. Verdammt. Wir wurden angefahren von irgendeinem Typen. Okay, da lag eine Leiche. Ich hasse Spiele, die direkt am Anfang schon so... Oh Gott. Losgehen. Und ich hoffe natürlich, ich bin in der Webcam nicht ein bisschen zu hell. Okay. Zum Glück habe ich gerade nach rechts rüber geguckt. Das sah aus, wenn es ein Clown gewesen wäre. Okay. Crouchen? Oh. Ich hatte schon gecroucht. Geil. Hallo, ich möchte bitte durch. Hallo? Ah. Ducksprung. Eine weitere Tür. Sehr schön. Ich frage mich, wie lang das hier so geht. Okay, das waren hier. Da stand wieder jemand im Spiegel. Ich will es gar nicht wissen. Okay, ich frage mich echt, wie lange es hier noch so weitergeht. Aber es scheint ja seinen Sinn und Zweck zu haben. Seltsame Geräusche. Schreie. Ich weiß nicht. Und das... Danke für den verfickten Jumpscare. What the fuck, Alter? Hey, warte mal. Das Spiel läuft ganze 7 Minuten und ich habe schon das erste Mal geschrien. Geil. Absolut geil. Wo bin ich? Verdammt. Was war das für eine komische Fresse? How did I get here? Ja, das wundere ich mich echt auch. Scheinbar waren wir in der Klapse, jedenfalls sah es ein bisschen danach aus. Okay, er hat wie immer mal kein Guthaben auf dem Handy und es wird dunkel, also wir sollten uns schleunigst verziehen. Bin ich ganz einer Meinung mit dir, mein Freund. Simon? Ich glaube, wir sind... Oh, wir haben ein Knife. Sehr schön. Oh. Erstmal gucken natürlich. Steuerung ist immer wichtig, erstmal in jedem Spiel zu prüfen. Okay, rennen können wir auch. Wir stolpern gleich die Treppe runter. Okay, Messer geradeaus. Nachdem uns gerade random irgendein Typ angefahren hat, traue ich diesem Spiel nicht mehr. Okay, wir haben das Messer bereit. Okay, wir können sprinten und das sagt er uns auch. Ich mag das bei Spielen nicht. Okay, B um. Okay, alles klar. Ich mag das bei Spielen nicht so, wenn die sagen, du kannst rennen, weil meistens, wenn sie sagen, du kannst rennen, musst du gleich rennen. Und ich bin in Horrorspielen ganz, ganz schlecht. Kann ich da hoch? Okay, scheinbar nicht. Kann ich das öffnen? Mit B konnten wir uns... B ist hier. Find a code to the padlock. Hör doch auf, ey. Gott, hab ich schon wieder eine Gänsehaut. Wisst ihr, das Spiel läuft keine 10 Minuten und ich würde es am liebsten schon wieder ausmachen, deinstallieren und einfach lassen. Ich meine ernsthaft, warum habe ich unbedingt gesagt, dass ich Horror-Let's Plays auf meinem Kanal machen will? Ich habe gerade gar nicht... Irgendwie können wir... Inventory? Mit I vielleicht? Nein, schade. Ich habe keine Ahnung, wie ich aufs Inventar zugreife. Der hat mir nämlich gerade irgendwas von der Flashlight erzählt. Oh. Sensibilität der Maus ist auch geil. Er hat mir gerade irgendwas von der Flashlight erzählt, die wir im Inventar haben und... Ja. Wo ist das verdammte Inventar? Ich will gar nicht in die dunklen Ecken gehen.
mein Typ sich schnell umdrehen, verdammt. Okay, da kommen wir nicht durch. Das sind so diese typischen Half-Life 2 Spiele. Na, ein Kürbis. Scheinbar Halloween Feature Update. Oh, ich sollte vielleicht die Maus-Sensibilität ein bisschen runterdrehen. Kommen wir nicht drüber? Durch JPEG-Touren ist es meistens auch ziemlich schwer durchzukommen. Oh, da geht's nach links. Ich schwör dir, egal was kommt, ich stech dich ab, Junge. June's Summer. Soll uns das irgendwas sagen? Und ich habe immer Angst, wenn ich in so Spielen irgendwas aufhebe oder was gefunden habe, dass dann ein Event triggert. Okay, hier sind wir, glaube ich, komplett falsch. Haben wir vielleicht sowas wie eine Map? Find a code to the padlock. Okay. Ah, eine Coca-Cola. Nein, kein Product Placement. Dafür habe ich zu wenig Abonnenten. Das könnt ihr mir nicht nachhängen. Okay. Geil. Ich schwöre dir, egal was kommt, ich stech dich ab, Junge. Mädchen, Kind, ist mir egal. Geil. Ich bin im Kreis gelaufen. Da wohnt Butch. Alles klar. Geil, also. Erste Folge schon gleich mal verlaufen. Tut mir leid, Leute. Ja, ich setze mich mal ein bisschen gerade hin. Deswegen, das sollte eigentlich ganz gut passen. Wow, ey. Ich habe gerade im Augenwinkel irgendwas gesehen und habe gedacht, oh shit. Okay, wo finden wir den Code für den Padlock? Hier waren wir doch Hä? Ah, okay, das ist kreisförmig aufgebaut. Okay, gut, aber die Sache ist, auch selbst wenn wir den Code für den Padlock gefunden haben, wo müssen wir ihn verwenden? Ich mag solche Spiele nicht. Und hier nichts, was wir anfassen können. Warum hängt da eigentlich so ein Ding? Haben wir vielleicht da oben irgendwas übersehen, da wo die Busse so komisch standen? Ich bin gerade einfach mal schlagend in die Richtung gelaufen, falls wieder irgendein Vieh auftaucht, das muss einfach umhauen. Ich scheine irgendwas übersehen zu haben. Können wir da rein? Okay, ich war ja klar, ich vergesse irgendwas. Ich habe gerade gedacht, irgendwelche seltsamen Geräusche, dabei ist es scheinbar eine Standuhr, weil es so tick tock macht. Okay. Warte mal. Okay, wir haben June's Summer gefunden, aber wahrscheinlich das Passwort noch nicht. Schade. Okay, June's Summer sollten wir uns merken. Und wir sollten merken, dass hier irgendein PC steht, an dem wir scheinbar irgendwas machen können. Ja, da musste sich natürlich der Stuhl mal wieder zum Wort melden. Könnte man das vielleicht umdrehen? Ich gehe da ganz kurz nochmal hin. June's Summer. Ach, June's Summer. Die Sache ist, ob wir vielleicht überhaupt gar kein Passwort brauchen. Ja, gut. Ein Kennzeichen wäre jetzt echt komisch als Passwort. Ah, naja, da oben ist noch ein Zettel. Jill Username. Okay,
Jill Username und June Summer. Okay, verwenden wir es doch einfach mal in der Reihenfolge. Vielleicht ist auch einfach nur Jill das Passwort. Ja, der Username meine ich natürlich. Hä? Warte mal. Wie kann ich auf verdammtes Inventar zugreifen? Ich hämmer mich gerade einfach mal so ein bisschen durch die Tasten, also nicht wundern. Da bin ich jetzt dahin gekommen. Okay. Klein geschrieben. Boah. Gib mir das auf den Sack. Ah. Okay, alles klein geschrieben. 1, 2, 2, 3, David. Also 12:23 merken wir uns. Und es hat sich angehört, als wenn da war gerade jemand am Fenster. Ich schwöre dir, egal wer du bist, ich klopp dich zu Brei, ey. Ich verfluche solche Spiele, die mich so sehr an Resident Evil erinnern. So viele böse Kindheitserfahrungen. Gut. Hat ja nur fast 16 Minuten gedauert. Geil. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder zum Anfang, ne? Würde ich behaupten. 12:23. Die Sache ist, wo müssen wir das jetzt verwenden? Ladebalken ist doch immer sehr gut. Schon hier? Also. Sehr schön. Sehr gut. Vor allem überhaupt nicht umständlich, dass das einfach überall so rumliegt. Okay, ich kann 3 Items in meinen Quickslot legen. Okay, das heißt, wir können Dinge auf Shortcut-Tasten legen. Und je besser wir uns praktisch im Endeffekt jetzt die Shortcut-Tasten reinziehen, könnte es funktionieren. What the? Natürlich bekommen wir einfach random irgendein SMS jetzt. Look to the right. Warum sollte ich das tun? Für mich. Oh Gott. Okay, ihr bekommt irgendeine SMS, also ihr wacht irgendwo auf, ihr habt keine Ahnung, wie ihr hingekommen seid, ihr habt keine Ahnung, wo ihr seid. Und ihr bekommt eine SMS, ihr sollt zu eurer Rechten sehen. Warum? Ja, sehr schön. Saved Games. Saving Process. Nice. Ah, okay, jetzt check ich, wie es funktioniert. Aber gut. Ja, erst der Speicherpunkt. Aber wir spielen noch ein bisschen weiter. Ziemlich dunkel. Okay, irgendwas ist hinter uns. Überall Blut. Geil. Junge, dreh dich um, bitte. Simon, dreh dich um.
alles Zombie? Alter. What the hell? Who was he? I gotta call police. Aha, ruf die Polizei ist. Ich glaube, in diesem Moment ist es das Beste, was du tun kannst, weil halt du irgendwo in einem Bunker bist, umrandet von Mauern. Ich wollte gerade sagen, da hast du bestimmt viel Signal. Oh Gott. Kann ich nicht doch irgendwo mein Inventar aufrufen, bitte? Inventar? Oh. Oh, Entschuldigung. Konsole wollte ich natürlich nicht aufrufen. Okay, der ist rausgekommen. Der schwor gerade sein, da finden wir bestimmt irgendwas. Spritzer weggefunden. Gutes altes Hinlaufen, Schlagen weglaufen. Funktioniert ja gut. Das ist voll das Tänzchen hier. Oh Gott. Fuck it, ey, was ist das für ein Spiel, Mann? Ich bin so gut wie tot. 2. Ich würde sagen, hoffentlich bist du. Okay, wartet mal ganz kurz. Ich brauche jetzt mein Inventar, Leute. Seite, alles klar. Wie? Nein. Ah, Tabulator-Taste. Alles klar. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Okay, also die Tabulator-Taste. Hallo? Guck mal auf, die Tabulator-Taste ist also das Inventar. Okay, gut. Eine Morphinspritze gegeben, jetzt geht's uns wieder gut. So, hatten wir nicht irgendwie. Wenn ich jetzt das Mobile vornehme. Ah, Licht. Nimm ich das Messer trotzdem? Nein, kann ich natürlich nicht. Geil. Klettern? So. Sein Kloster gibt es jetzt auch irgendwie eine Spezialtaste fürs Klettern. Klar gibt es eine Spezialtaste fürs Klettern. Ich sag, warum denn auch nicht? Übrigens ist es Q. Oh. Saved. Alles klar. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich versuche gerade nachzuvollziehen, wie das Dodgen angeblich funktioniert. Kollege! Kann mich da jetzt. Wow! Alter! Also die Grafik ist jetzt echt nicht so der Hammer, aber es ist schon brutal. Es ist schon nicht ohne. Okay, wir sind bei der Hälfte von unserem Leben, das heißt Morphin sollte auch bald fallen. Was ist denn hier los, Alter? Was ist denn hier los? Wow. Alter. Was sind hier für Typen unterwegs, die einfach mit Hämmern auf Leute einprügeln, die vorbeilaufen? Mann, ich bin auch
voll der Held, einfach hinlaufen, weglaufen, hinlaufen, weglaufen, hinlaufen, weglaufen. Gib mir das Morphin, mein Bro. Gib mir meinen Stoff, ich brauche meinen Stoff. Ich wollte gerade sagen, ja, nice, Crouch. Okay, irgendwas haben wir auch. Würde mich nicht wundern, wenn es irgendwo wieder einer von den Typen ankommt. Deswegen crouchen wir mal ein bisschen. Ja, oh. Ah, okay, das war das Fallgitter praktisch gewesen, was sie einfach versperrt hat. Das habe ich irgendwie nicht mehr wahrgenommen, dass das ein Fallgitter darstellen sollte. Ja, mein liebes Telefon. Oh, hilf mir, sie sind im Apartment. Schnell, komm vorbei. Alles klar. Ich komme natürlich so schnell das Jumpen, das... solange ich die Möglichkeit habe. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie strange. Wie komme ich hier... Ah, okay. Ich habe gedacht, ich muss hier irgendwo hochjumpen. Dabei ist es irgendwie strange jumpen. Boah, man merkt, dass das Spiel ein Indie-Game ist. Ich meine, es ist zwar im... Ach ne, hier. Es ist zwar im Greenlight gewesen von Steam, was eigentlich schon heißt, dass es ziemlich gut sein muss. Also ziemlich gut ist. Aber man merkt, es ist ein Indie-Game. Man merkt sofort, dass es irgendwie... Es ist kein richtiges Studio gewesen, das das Ganze entworfen hat. Durch die dunkle Tür? War vielleicht... Ich weiß nicht. Nicht die beste Idee. Nee, das fühlt sich ganz komisch an. Oha, scheiße, das kann ich nicht mal lesen. Three little kitties playing in the dark. Sagte das erste Kitty, also das erste Kind, lass uns nach Hause gehen, bevor es dunkel wird. Das zweite war schon auf dem Weg nach Hause. Das dritte blieb spielend dauert. Komplett alleine. Komm her, kleines Kind, komm her zu mir. Flüsterten die Büsche ganz leise. Sie sagten, er hat die Katze getötet. Okay. Achieved my secret note. Haben wir die Katze getötet? Ich meine, Katzen zu töten ist jetzt nicht unbedingt cool. War mir das vielleicht wegen irgendwo hier in der Klapse? Ich weiß nicht. Fische. Und ein Rekorder. Geil. Saving Progress. Oh, gut, dann, ja, wie es weitergeht, erfahren wir dann natürlich in der nächsten Folge, die dann wahrscheinlich, ja, morgen kommen wird. Viel Spaß. Ich werde jetzt noch ein bisschen aufnehmen, mich weiter ein bisschen gruseln, aber die erste Folge wollte ich jetzt ein bisschen abmoderieren, einfach aus dem Grund, weil es natürlich die erste Folge ist. Und ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Wir werden natürlich 100% weiterspielen. Ich will natürlich auch wissen, was ihr für Psycho-Spassen mit blutenden Augen und Hämmern um sich werfen. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und schaut schön unter eurem Bett nach.